Meine Lieben, ich bekomme viele E-Mails, ich bekomme viele Anfragen über Facebook. Es sind meistens die gleichen Fragen. Es geht immer ums Abnehmen, es geht ums richtige Trainieren. Wie kann ich durchhalten? Wie kann ich mich motivieren? Und da habe ich jetzt mein letztes Buch, Ich coach dich lang, nochmal neu veröffentlicht. Und zwar heißt es diesmal Abnehmen mit Spaß. Es hat sich einiges geändert. Es sind neue Rezepte da und so ein paar Sachen, die in dem ersten Buch nicht dabei waren. Und zwar habe ich hier für euch noch mal so ein paar Bilder von mir, die ich noch nicht veröffentlicht habe, wo ich eben auch ein bisschen stabiler war. Die sind dabei, um euch einfach noch mal Mut zu machen, dass es wirklich jeder schaffen kann. Wir haben auch Sachen, wie kann ich, was muss ich machen? Muss ich eher Krafttraining machen oder so? Das ist auch oft eine Frage. Das habe ich da auch beantwortet. Da gibt es nämlich wirklich eine Studie, die besagt, Krafttraining hilft mehr beim Abnehmen. Dann sind da noch so Sachen, einfache Ernährungsziele, weil viele die Probleme haben, wann soll ich Eiweiß essen, soll ich abends nur Eiweiß essen, was ist mit Kohlenhydraten, was ist wirklich wichtig, was muss drin sein. Also da gehe ich hier nochmal ganz speziell auf diese kleinen Fragen, die wirklich immer wieder kommen. Was dann noch ganz, ganz wichtig ist, ist die Ernährungspyramide, weil so das Erste, was ich den Leuten hier auch im Studio sage, ist einmal die Bilanz, das heißt, wie viel isst du? Und dann ist einfach wichtig, dass du dich an die Pyramide hältst. Also eigentlich wirklich Bereich 1, viel Obst und Gemüse, Bereich 2, die Eiweißprodukte, Bereich 3, Vollkornprodukte, Kohlenhydrate und der oberste Bereich, die kleine Spitze, da sind auch Süßigkeiten oder auch mal ein Glas Wein oder sowas drin. Aber eigentlich immer nur in Maßen. Zum Schluss ist es natürlich ganz wichtig, wie halte ich durch? Viele nehmen ab, halten es aber nicht, weil sie einfach immer wieder in die alten Muster fallen. Und da habe ich so ein paar kleine Tipps. Durchhalten, so klappt es. Zum Beispiel, wie kann ich es durchhalten, wenn ich arbeite? Wie kann ich darauf achten, wenn ich unterwegs bin, wenn ich Kinder habe? Und da habe ich auch noch mal extra ein Kapitel. Ich denke mal, ihr habt viel Spaß mit dem Buch und ich würde mich freuen über Feedback. Bis dahin, eure Silke.